So, hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von Planet Zoo. Wir bauen jetzt schon mal ein kleines Gehege, wo wir Wölfe reinsetzen werden. Auf jeden Fall schon mal versuchen wir zwei Wölfe da reinzusetzen. Ja, dann mal gucken, ne, wie es so läuft. Also sage ich bis gleich, wenn das Gehege soweit fertig ist. So Leute, das ist jetzt erstmal das Wolfsgehege. Da müssen noch Bäume rein und alles. Das machen wir aber, wenn die Wölfis drin sind, damit wir besser gucken können, wie viel und so, ne? Ja. Das Gehege wird irgendwann nochmal hier vergrößert. Es wird dann nochmal hier so rumgehen, sobald wir das Geld haben. Dann bin ich dafür, dass wir das nächste hier oben hin machen. Hier so. Und da die Büffel oder so rein dann setzen, wenn wir das Geld haben. So, jetzt müssen erstmal nur die Wölfis kommen. Und sind ja noch in der Quarantäne. Und werden noch untersucht. Aber das sollen sie auch ruhig, weil sie sollen ja auch gesund sein, ne, wenn die hier reinkommen. Unter Quarantäne. So, wir haben hier 4 Weibchen, 2 Männleins. Hab ich mir halt gedacht, sollte ja reichen, ne? So, er hat die Quarantäne schon überstanden. 2. Okay. Was werden wir? 1, 2, 3 schon mal. Ja. Fünf. Und 6 bewegen. Hier rein. So. Hier eine echte Schlange. So, der Bär ist fertig. Jetzt warten wir darauf, dass die Wölfe hier drin sind, damit wir die auch waschen können. Und ja. Ich hoffe, dass alles gut läuft. Dass die nicht hier drüber jumpen, dass das hoch genug ist. Ja, da kommt der erste Wolf. Ich weiß nicht, ich finde so Wolf gehört einfach dazu. Achso, ja, wir müssen Techniker auch noch hier zuweisen. Stimmt, Arbeitsbereich Techniker bearbeiten. Da. Zack, und Tierarzt, da. Kriegen wir das auch von hier? Ja, perfekt. Fertig, also wir bleiben auch dann hier hinten, okay. Mich da aber zu den Wölfen. Oh, mein Schneeleopard wird bald an Altersschwäche sterben. So, ist echt. Dann machen wir hier einmal. So, kurz. Hier vorne.
Dann kriegt ihr noch ein paar. Das ist ein bisschen schwierig. Ja. Pelzen, so. Da können wir hier auch Sante machen. Viel Sand. So. Machen wir hier noch mal ein bisschen. Und dann noch mal. So. Ja, aber das liegt ja daran, dass wir euch erforschen müssen, ne? So, einmal das und einmal das. Damit wir euch halt noch Butter rein tun können. So, ich hoffe, dass sich das rentiert mit den Wölfen. Dass wir irgendwann auch Wolfsbabys haben. Ja. Das Schöne ist ja halt, sind Rudeltiere, ne? Dass man die halt schön. Oh, da schwimmen sogar zwei. Ja, schön haben können. Joa. Ja, wir sind schon im Minus. Naja, hat irgendwer wieder Nachwuchs bekommen. Ihr habt Nachwuchs bekommen. Ein Männlein müssen wir behalten. Weil die werden ja nicht so alt. Und dann können wir aber ganz viele Weiber hier verkaufen. 1, 2, 3, 4, 5 sollten reichen. So, ich werde sonst noch wer nachwuchs, seid ihr? Eins. Der liegt schon an. So, du. 1, 2. Ja. Oh. Ihr nachwuchs. Ja, dir müssen wir neuen Partner suchen. Okay. So, dann, Winter. Suchen wir uns jetzt eben noch schnell den Schneeleopard, ne? Ein Männlein. Ja, nehmen wir dich mal an zusenden. Ja,
Ich war in die Quarantäne. So. Ja, dann können wir den Filter wieder zurücksetzen. Weil ich finde, wir können uns irgendwann halt die Bisons holen. Wenn wir dann das Geld haben. Das sollten wir, denke ich mal, jetzt gut zusammenkriegen. Die werden ja, glaube ich, erst mit 25 groß. Da die mit 25 erst geschlechtsreif sind. Ja, wir haben Bären-Bibi, das können wir nachher. Dann war dann irgendwann verkauft, das kriegen wir nochmal Schneeleoparden-Babys. Dann habe ich, dass wir Wolf-Babys kriegen. Ansonsten sind hier unsere Spinnchen gut dabei, also unsere, ne? Krabbeltierchen, bevor du bist alt. Hört sich zwar scheiße an, aber die leben halt nicht so lange und deswegen. Und zwei Männlein und 1, 2, 3 Weibchen, okay. Ihr habt auch nochmal Nachruf gekriegt. 1, 2, 3, 4. 5. So, ja, die darf bleiben, stimmt bald, ne? Okay. Ach, die, nein. Du bist noch schwanger, okay. Mein Wolf ist leider noch nicht schwanger, aber naja, egal. So, da rein. Ja, tack, tack, tack. So, der kann aus der Quarantäne raus. Und in sein Gehege. So. Scheint sich mit den Wölfen nicht so ganz zu rentieren. Da wir jetzt schon im Minus sind, aber egal. Wir haben hier unsere 4. Wir brauchen nur noch ein Gehege. Dann haben wir unsere 6, wenn die Schildkröten erwachsen werden. Okay. Wow! ja, So, Männlein. Du bist männlich, dann darfst du noch bleiben. Oh, Weibchen. 1, 2, 3, 4. So. Und der. Okay, kommst du weg, weil die ist schwanger. Ach, gut. So, jetzt müssten die doch. Die doch auch gekriegt haben. Naja, okay, guck mal. Nee, du nicht. 1, 2, 3, 4 Weibchen und um die 2 Männlein. 1, 2. Handelszentrum. Na. Okay. Ja, schade, dass die so lange brauchen, um groß zu werden. Sehr schade. Stimmt, ihr habt auch Babys bekommen, ne? Du bist alt. Du bist auch alt.
So, 1, 2, 3, 4 Weibchen. 2 Männchen. So. Da sind wir erstmal wieder im Plus. Erstmal wieder, wo sind unsere Wölfis? Da, ne? Doch, da ist ein Wolf. Ja. Ob die damit auch Spaß haben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Futterspender aus Bambus für die was bringt. Wenn ich ehrlich bin. Aber naja, wir sehen uns dann gleich nochmal wieder, wenn irgendwas Interessantes passiert. Ansonsten. Ja, oh, das und die paaren sich. Oh. Wie süß das aussieht! Die kriegt mein Baby! Oh, wie süß! Okay, dann muss man aber hier kurz hin. Nee, nee. 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 Ach, hat vergessen, wo ich die Übersicht mal mit so Techniker rufen. Oh, wie süß! Die spielen! Das ist ja noch voll süß! Niedlich! Na, auch mal bitte Techniker hin und da auch. Oh, süß! Du bist ja schwanger. Und du hast mit Alter. Okay, 1, 2, 3. 2 Männlein, 1, 2, 3, 4 Weibchen und wer weg sonst noch wer? Oh, du bist ja noch nicht. Ah, du bist der Alpha, okay. Und du bist die Lightwolfin. Oh, die Schneeleoparden paaren sich. Da will ich hin. Oh, sieht genauso aus wie bei den Wölfen. Seht ihr nicht? Hm, erwarten bald Nachwuchs. Ja! Ja, so, die sich erschrocken. Wir sehen uns auf jeden Fall dann später wieder. Wir erwarten ja ganz viel Nachwuchs. Wolf-Baby-Nachwuchs. Unsere Schildkröte ist auch wieder schwanger. Wir haben wieder Spinnen-Nachwuchs. 1, 2, 3. Hier haben wir auch wieder. Vermehren sich hier aber echt ganz gut. Okay. Aber das kommt uns ganz zugute. Weil wir dann auch wieder Geld reinkriegen, ne? Ja. Damit wir auch bald unser letztes Gehege erstmal bauen können. Ja. Ja, wir sind 2000 der Minen. Wir können gut eigentlich rein theoretisch
Preise erhöhen. Ne, weil wir haben ja jetzt auch mehr Tiere. Da würde sich das doch wieder rentieren. Oh no. Also, dann sag ich mal, bis gleich. So, Leute, unser Schneeleopardenmädchen bekommt Nachwuchs. Jetzt gucken wir uns doch jetzt mal an, wie das aussieht. Bums. Da ist es. Ein Schneeleoparden-Baby. Oh, nur eins, schade. Ein Mädchen. Aber egal. Besser wie gar keins. Yay. Ja, wichtige Information, ja. So. Wir sehen aber 1, 2, 2, 3. Okay, warum bist du noch hier? Und du? Aber 1, 2 und dann 1, 2, 4. Wir machen auch ganz schön Minus gerade. Aber ich hoffe, dass sich das bald wieder rentiert. So, dann sehen wir uns. Gleich wieder. Falls die nächsten Babys geboren werden. Bis gleich. Oh, guck mal, wie süß. Alle Welpen hier zusammen. Weil es regnet. Oh, ist das geil. Voll cute. Ja, legt euch mal alle nochmal hin. Perfekt. So süß. Das ist cool. Weißt du, sobald wir mehr Wölfe auf drin haben, müssen wir halt noch einen Rückzugsort machen. Aber das ist cool. Wir könnten eigentlich auch mal ruck. So, ne? Ja, machen wir. Bis nachher, Leute. Ja, ich habe gerade gesehen, der Nachwuchs von den Schildkröten ist da. Auf jeden Fall ein Mädchen. Und ein Junge wieder. Jetzt haben wir ein, zwei, drei, sechsmal Nachwuchs, krass. Ja. Okay. So. Ja, wir forschen jetzt noch Unterschlüpfe für die Tiere. Die nächste, die bald Nachwuchs erwartet. Oh, das sieht so süß aus. Oh, so cute. Also zwei Wölfinnen sind ja schon schwanger. Oh, oh cute. Cutie Patootie. So, naja, wir sehen uns dann. Aber warum sieht man das hier nicht? Ha?
Sie ist monogam. Hey, wir haben wir drei. Achso, nee, der ist gleich okay. Ich dachte gerade schon so, okay. Und jetzt den als Partner. Du. Hast keinen Partner. Du hast auch keinen Partner. Du bist mit ihr, ja. Also du hast auch keinen Partner. Du auch kein Partner, nur die beiden haben einen Partner. Okay. Okay, aber da stand doch, ne? Ja, die hat Nachwuchs. Stand hier nicht irgendwo mit den Wölfen? Anscheinend nicht. Okay. Okay. Naja, wir sehen uns nachher wieder. Bis gleich. So, meine Lieben. Es ist bis jetzt nichts weiter Interessantes passiert. Außer, dass wir unseren Van verkauft haben und jetzt unseren Schneeleoparden. Und wir übelst im Minus sind. Aber naja. Ich hoffe, da kommen wir schnell wieder raus. Ja, und ansonsten würde ich mich jetzt hier verabschieden. Mit unserer Alpha-Wölfin. Sagen wir Tschüss! Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo da. Und wenn ihr vielleicht Tipps habt, wie man gut ins Plus kommt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin für jeden Vorschlag oder Tipp, Hilfe sehr dankbar. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss, bleibt gesund.